Was machst du nur für Sachen? Nichts! Gar nichts, habe ich bereits gesagt. Wir haben Demonstrationsverbot. Das ist doch scheiße! Und darf man in diesem Land jetzt nicht mehr seine Meinung sagen, oder was? Im Moment nicht. Dann kommen andere Zeiten. Irgendwann, dann machen wir diese Öko-Nazis fertig und dann wandern die in den Knast und nicht wir. Verrotten sollen sie da! Entschuldigung, nichts gegen ihre Frau, oder vielleicht doch? Warum arbeitet sie für die? Warum tut sie das? Warum nicht? Das ist eine demokratische Partei. Schon klar. Finden Sie das gut, was sie macht? Fast alle, die ich kenne, haben vor 3 Jahren den Kurs gewählt. Ganze 34%. Und jetzt? Keiner will sie mehr. Warum glauben Sie, ist das so? Weil unpopuläre Entscheidungen getroffen werden mussten. Die Plastiksteuer haben die Leute noch geschluckt. Bei der Fleischsteuer war es vorbei. Aber es wirkt. Darum geht es doch gar nicht. Genau darum. Und zwar nur darum. Der Fleischkonsum hat sich um die Hälfte reduziert. Schlagartig. Und hättest du mir vor 4 Jahren vorstellen können, dass 3/4 der Plastikverpackung aus den Supermärkten verschwindet? Es funktioniert, es ist möglich! Du solltest mal wieder zur Schule gehen. Ein bisschen mehr Wissen und Sozialkunde würde nicht schaden. Was sagt denn dein Vater dazu? Wozu? Dass du abgebrochen hast. Läuft das jetzt so? Ist das der Rechtsstaat, den Sie wollen? Sie war die Letzte, die mit ihm gesprochen hat. Die Letzte, die er angerufen hat, 2 Minuten, bevor er sich in die Luft sprengte. Sie haben nicht abgenommen. Sie ist unschuldig. Sie hat nichts damit zu tun. Was hat denn mit ihren Studenten? Was soll mit denen sein? Woher haben die ihre radikalen Gedanken und Ideen? Die Gedanken sind frei. Bei Ihnen läuft was schief. Ich riech das. Na, Sie stinken nach allem. Nach Angst. Sehen Sie nicht, was hier los ist, verdammt? Die sperren Regierungsgegner weg. Ich verstehe das, aber für jemanden wie mich stellt sich das anders dar. Das hätte sie nicht zugelassen. Sie hätte niemals zugelassen, dass Menschen sterben. Das hätte sie nicht. Nicht meine Mutter. Niemals. Sie hätte es nicht zugelassen. Niemals. Können Sie mir nicht erklären, dass es gelogen gibt? Das war nicht der Plan, der Anschlag.